Okay, ich habe 3 Stunden jetzt an dieser scheiß Mission gesessen. Ich probiere das jetzt nochmal. Ich habe jetzt eine effizientere Methode gefunden. Mal gucken, ob das jetzt klappt. 3 Stunden Aufnahme, auch keinen Bock mehr. Allein an der Front. Dritter Akt. Die Feierlichkeiten anlässlich eures jüngsten Triumphes finden ein jähes Ende, als die Kunde von 2 tragischen Verlusten eintrifft. Das gefräßige Schwein hat eine eurer Grafschaften eingenommen, wobei der ehrenwerte Lord Woolsack gefangen genommen und brutal ermordet wurde. Dem Wollsack habe ich einen schmerzhaften Tod bereitet. Ich habe ihm die Zähne ausgerissen, die Zehen abgeschnitten und die Knie gebrochen. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Wie erging es euch? Habt ihr eure Beute erlegt? Hat's nicht geschafft. Mission 12, das Lösegeld. Schön. Ich habe eine Menge Zeit am Verhandlungstisch mit den Männern verbracht, die den König gefangen halten. Jetzt wurde das Lösegeld festgelegt. Ihr müsst sofort damit beginnen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Geld aufzutreiben. Ja. Ihr sendet augenblicklich Spione in die anliegenden Grafschaften aus, in der Hoffnung, Reichtümer zu finden, um die ihr sie erleichtern könnt. Eure Spione berichten, dass die Schlange Gold in einer seiner Grafschaften hortet, in der er eiligst eine Burg errichtet. Startet einen Überraschungsangriff, um das Gold an euch zu bringen. Euch werden einige Tunnelgräber geschickt, die euch helfen werden, die Burg einzunehmen. 12.000? Fast unmöglich. Was gibt's? Ich war bis 10.000 gekommen und dann hat mich dann doch ein Angriff überwältigt. Ja. Mies gelaufen. Macht mal Tunnelchens, meine Freunde. Ja. Das Problem ist einfach die Ressourcen. Ich werde die jetzt erstmal ein bisschen produzieren lassen. Oh nee, das Holz ist auch ein Problem. Ist das ungefähr richtig, alles richtig voll ist. Vor allen Dingen das Holz war später ein Problem. So, und dann müsste ich die Burg absichern. Und zwar irgendwie hier so, wo der Jäger gerade ist. Dazu bauen, da habe ich mir schon mal ein bisschen Holz gesichert. Und ja. 1000 Gold haben wir nur, das ist ja auch sehr viel. Der Kornspeicher steht absolut beschissen, muss ich sagen. Das gefällt mir so gar nicht. Den muss ich auf jeden Fall dann noch umplatzieren. Die Nahrungsmittelproduktion ist schwierig. Ist eigentlich alles schwierig. Größe der Burg weiß ich ja nicht. Will man auch größer machen eigentlich? Ja, es ist halt wie gesagt eine sehr schwierige Mission. Aber die richtigen Kniffen kann man es schaffen. Ich werde ja auf jeden Fall, wo der Turm steht, wo die beiden Bogenschützen hier vorne sind. Die hier. Werde ich es noch erweitern. Wie gesagt, ich werde hier so anfangen, die Mauer zu bauen und dann hier irgendwie zu bauen. Einfach um das Holz abzusichern. Der schickt immer Störtruppen, die das Holz zerstören. Ja, ich würde mal sagen, können wir einnehmen. Opfertruppen und Zerstörer. Ich hab. Die Opfertruppen können dahin.
Alle super ineffizient. Der Feind ist bezwungen. So. Diesen Spiel und speichern. Perfekt. Eure Befehle? Komm mal her. Burg wieder aufbauen. Ganz wichtig. Wir haben Gold in der Schatzkammer der Schlange gefunden, Sire. Doch es reicht nicht für das Lösegeld. Wir müssen den Rest des Goldes anderweitig auftreiben. Nicht wundern, dass ich das so mache. Ich habe da schon Gedanken gemacht. Aber die Mission ja sehr häufig gespielt jetzt. Scheiße. Da. Da kommt dann die nächste Waffenkammer hin. Gut, ja. Dann beginnen wir mal mit der Absicherung. Also, wir müssen den Wald hier absichern irgendwie. Warum darf ich ihn da nicht hinbauen? Was? Muss man das jetzt verstehen? Achso. Da können die nicht hoch, ja? Doch. Irgendwie zu machen. So. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ja. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Effizient wie nie von meinen Truppen her, die übrig geblieben sind. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ich hab mich verbaut, egal. Nein, das wird teuer. Das war jetzt teuer. Oh fuck, ich hab euch vergessen. Tut mir leid, sorry. Machen wir das jetzt wieder? Machen wir das wieder so? Oh, Junge, Alter, du bist immer nur im Weg. So. Das ist teuer, aber egal. Jetzt sind drei sogar besser. Ihr sagt, also schwierig hier. Ja, dann können wir hier anfangen. Gut. So wichtig, Produktion von Weizen starten. Eine von Produktion reicht mir, ja. Käse. Käse. In der Burg, ganz wichtig. Zweimal Lederharnisch. Da ist ja sowieso noch eins. Wir benötigen mehr Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Passt schon. Naja. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Schön. So, die kommen jetzt gar nicht mehr rein. Das wollte ich zwar auch nicht, aber genauso habe ich es gesehen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt Steine kaufen. Achtung!
Verteidigungsmittel, jetzt läuft schon mal gut. Weil letztes Mal lief es nämlich nicht so gut mit dem Holz. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Passiert. Ja, ihr könnt dann gleich wieder rausgehen, keine Sorge. Ja, was passiert jetzt mal? Steine, Steine, Steine. Wir brauchen mehr Steine, mein Lord. Die Männer der Schlange wurden gesichtet. Was nun, Sire? Was wünscht ihr? Ah, passiert halt. Vorwärts! Achtung! Bin zur Stelle. Eigentlich brauchen wir jetzt noch Steine für den Turm. Weil ich glaube, wenn wir die jetzt erstmal einfach so die Mauer platzieren, ist nicht schlimm. Eine Botschaft der Schlange. Ihr schon wieder. Ganz schön ausdauernd, muss ich sagen. Komm, ich baue erstmal den Leiternträgerschutz zu. Zumindest da wäre es mir halt wichtig gewesen. Was gibt's? Bin zur Stelle. Komm diesmal über da. Okay. Interessant. Das habe ich nicht kommen sehen. Kein Problem. Das kriegen wir schon wieder hin. Die Truppen der Schlange greifen an. Das hat ihn irgendwie ein bisschen kaputt gemacht, kann das sein? Es läuft besser als erwartet. Sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. So, das sind halt meine Safe Spots hier, die Holzhülle und so. Aber irgendwie läuft das jetzt anders als geplant. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. So. Ich weiß, es mag jetzt dumm aussehen, aber ich möchte. Die Truppen der Schlange greifen an. Egal, wir sind ein bisschen schief. Aber Armee produziert. Ja, in Bewegung. Rücken aus. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Warum geht er denn jetzt eigentlich da lang? Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Mission generell einfach nicht. Sie ist dumm. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Sie ist dumm. Sie ist einfach dumm. Eure Beliebtheit sinkt. Waffen geschultert. Der Feind ist bezwungen. Wunden lecken. Ja, schick, schick. Vorräte sind sehr knapp, Sire. Ich habe es mir wieder anders vorgestellt, als passiert ist. Mach jetzt die Scheiße auf. Es werden Waffen benötigt, Sire. Was wünscht ihr?
Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ist auf jeden Fall gut, dass es mal wieder nicht geklappt hat, wie es mir gedacht hätte. Naja. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Mach die Kuh weg! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Versucht mich ja darum zu kümmern. Problem. Ja, der hat natürlich alles zerstört. Ja, ja, schwierig jetzt. Ist, wie gesagt, mein Sicherheitsbezeller sind ja da. Dann lief das dann doch jetzt anders als geplant. Die Nahrung der Schlange ist sehr knapp, Sire. Machen wir das jetzt doch mal anders. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Passiert. Dann machen wir doch so ein bisschen verteidigen hier. Mit Truppen. Stärke. Bogenschützen bereit. Und mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Mein Herr, entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Ist bezwungen. Ja, schön. Bin zur Stelle. Was gibt's? Im Laufschritt. Die Nahrung der Schlange sind sehr knapp, Sire. Warum machst du denn das Tor nicht wieder auf? Bin zur Stelle. Bereit, eure Lord. Zur Stelle. Ja, in Bewegung. Also es läuft wieder besser als beim letzten Mal. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Ja. Vielleicht ist wirklich, muss ich nur mich auf kleine Dinge konzentrieren. Also dazu zu machen. Wo kam der denn jetzt her? Der kommt irgendwie immer aus dem Nichts. Gut ist, sie haben irgendwie jetzt anscheinend eine gute Holzproduktion aufgebaut. Gehen zwar weite Wege, aber läuft mit dem Holz. Flüssig. So, der Schlüssel zum Sieg ist die Brotproduktion. Ja, schießt noch später, Leute. Richtig smart. Der Feind ist bezwungen. Die extra Türme sind auch nicht so schlecht. Aber das ist dann doch schon gut. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bereit, eure Lordschaft. Ja, jetzt haben wir eine gute Anzeige, Gerber, würde ich sagen. Und nicht vergessen immer. Oh, Brot kann man jetzt nicht verkaufen. Mies. Ja, könnt. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Könnte Truppen produzieren, aber lohnt sich nicht. Im Laufschritt. Jetzt auch. Einfach sagen, die achte. Rücken auf.
Eure Befehle? Gehen jetzt dahin. Ja, wir können es leisten, also. Bin zur Stelle. Noch Herrn Zutsch hier vorhanden, alles, alle Leute. So, das kann da weg. Das ist dumm da gebaut. Achtung! Fehlt wieder Harnisch, ja. Harnisch ist immer schwierig. Die Truppen der Schlange greifen an. Ja, die, solange die. Die Bierproduktion läuft, ist eigentlich alles gut bei uns. Wir brauchen halt auch viele Bäcker. Aber die Bäckerbuden da. Ah, wir könnten. Wir benötigen Holz. Ja, das Problem ist, man darf kein Holz kaufen. Das ist eigentlich das Hauptproblem für mich. Viel effizienter das alles hier. Der Feind ist bezwungen. Schön. Bin zur Stelle. Eine Botschaft der Schlange. Zu schade, dass ihr sterben müsst. Ihr wart sehr unterhaltsam. Ja, passiert doch eh nicht. Du kriegst doch eh nichts hin. Bin zur Stelle. Oh, die Truppenstärke, es ist besser geworden als beim letzten Mal. Muss ich schon zugeben. Wenn die Brote laufen, dann läuft auch der Rest. Das ist immer wichtig. Oh, jetzt kommt schon der fette Angriff. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Fette Angriff ist halt schlimm. Aber die Bogenschützen stehen ja bereit. Es werden Waffen benötigt sein. Mein Bogen ist teuer. Die teilen sich auf, warum? Oh, das geht vielleicht an die Wirtschaft jetzt. Vielleicht bräuchte doch ein paar Armbrustschützen da hinten, oder? Nee, es reicht gerade so. Ja, da können wir auch langsam mal mit richtigen Truppen besetzen. So, machen wir hier einfach drei hin. Wo laufen die denn hin, Alter? Der Feind ist bezwungen. Komisch. Truppen laufen echt gut diesmal. Viel besser als beim letzten Mal. Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Aber Nahrung könnte besser laufen. Zu viel Bevölkerung sehe ich gerade. Das müsste eigentlich reichen. Von der Anzahl her. Ich meine, es sind zwar die Steuergelder dann geringer. Aber. In Bewegung. Bereit, eure Lordschaft. Wir können uns mehr Nahrung sparen, mehr Brote. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Und Marsch! Achtung! Ja, Brücken aus! Noch einer. Und einer. Ein Bogen. Bin zur Stelle. Ach, du machst auch Bögen? Ach so. Ach so ist das also. Bogenschützen bereit. Und los, ja. Vorwärts. Hab mich schon gewundert, warum so viele Bogenschützen da sind. Die Truppen der Schlange greifen an.
Ja, aber Verteidigung läuft ja gut bisher. Mehr Mehl. Ach so, ineffizient hoch 10, wa? Ein Mehl. Ja. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Wir müssen es auch mal halten. Der Feind ist bezwungen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, Herr. Im Laufschritt. Die Nahrung der Schlange ist sehr knapp, Sire. Echt einen dritten Bauernbub? In der Festung vielleicht noch. Wir benötigen Holz. Holz. Vielleicht hilft das so ein bisschen. Nahrung ist mies. Drei Bauern immer. Ich meine jetzt. Uiuiui. Sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Ah, die Mauer aus Bogenschützen ist halt nicht so stark. Aber die kehren um immer. Sehr ineffizient von ihm. Der Feind ist bezwungen. Ah, das Holz ist wichtig für uns. Die Truppen der Schlange greifen an. Mehlproduktion ist halt wirklich zu langsam, Leute. Wir benötigen Holz. Ja, und die Holzproduktion ist auch mies. Es werden Rekruten benötigt sein. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Vorwärts! Es werden Waffen benötigt sein. Mein Bogen ist Feuer. Oh. Es fehlt an ein paar Armbrustschützen. Kein Problem. Nachproduktion läuft. Der Feind ist bezwungen. Also, so. Oh, ich gerade fetten Voice Crack gehabt. Wie haben wir denn jetzt? Vier Gerbereien, okay. Fünf, da drüben noch eine. Eine ineffiziente. Mal ersetzen, würde ich sagen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ich habe keinen Platz mehr. Zur Stelle. Im Laufschritt. Das muss jetzt mal rausgemut werden. Oh. Weizenproduktion läuft. Wir benötigen Holz. Ist sehr gut. Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Ja, geht's. Es werden Rekruten benötigt sein. Könnte halt besser sein. Sind auf dem Weg. Das Volk huldigt euch, Sire. Ja, finde ich gut. Achtung. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir haben immer nur einen zur Verfügung. Ja. Wir benötigen Holz. Aber wenn es so knapp ist, dann brauchen wir mal noch ein bisschen Bevölkerung, wa? Ja. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten es werden Waffen benötigt sein. Ja, endlich. Und Marsch! Geld läuft gut, ey. Mission ist eine schwierige, aber... Läuft. Wir haben schon ein Sechstel geschafft. Nach 30 Minuten. Wow.
entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Jetzt mal ehrlich, die Kapelle weiß ich ja nicht. Mach mal hier eine hin. Ich meine, die bringt mir ab und zu mal Beliebtheit. Würde ich nicht gerne missen, aber so richtig viel bringt sie mir auch nicht. Ach, mach mal auf hier. Also die Holzleiter da einzubauen ist eigentlich ganz geil, weil das Holz ist jetzt, wenn das Holz alle ist, ist belastend für mich. Aber bisher ist noch alles okay. Truppen laufen auch irgendwie diesmal. Warum habe ich beim letzten Mal so lange dafür gebraucht? Läuft doch, ey. Wenn immer genug Mehl da ist. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Komm, ich fühle mich confident. Mal gucken, ob meine Konfidentnis vielleicht doch ein Nachteil ist. Aber auch die Holzfäller helfen gut. Doch, meine Konfidentnis wird belohnt. Es werden Waffen benötigt, was wünscht ihr? Im Laufschritt. Wir können uns verteidigen. Das nicht dort platzieren, my Lord. Du bist so ineffizient gesetzt worden. Der Feind das ist nicht dort platzieren, my Lord. Perfekt, Alter. Junge! Da passt noch eins hin, Mann! Alter! Achtung. Weg mit dem Brot da, Alter. Das bringt Geld ein. Es läuft einfach super. Ich würde mich jetzt sogar trauen, meinen Steinbruch wieder aufzubauen. Ja. Indem wir unsere Holzzelle erhöht haben. Denn das Holz wird knapp, my Lord. Vor allen Dingen, wenn da der Wald wieder fast alle ist, ey. Ja, wir haben jetzt mal kurzzeitig einen Weizenmangel, aber in Zukunft sollten wir dadurch mehr Weizen bekommen, theoretisch. Ja, endlich. Vorwärts. Truppen kosten mich auch immer viel. Ja, die Bäcker sind halt zu gierig irgendwie gerade. Der Weizen kommt nicht schnell genug nach, aber jetzt müsste die Weizenproduktion passen. Die Truppen der Schlange greifen an. Achtung! Was gibt's? Oh, wir können diesmal sogar Truppen sparen. Finde ich ja interessant eigentlich. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. Dann geht ihr mal dahin. Achtung! Ja, Herr. Im Laufschritt. Finde ich geil. Bogenschützen bereit. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Wow. Der Feind ist bezwungen. Achtung! Ja. Wir haben sogar zu viel Weizen. Oder kann man zu viel Weizen haben? Ich glaube nicht.
Wir haben zu wenig Mehl. Für so viele Bäcker. Die Truppen der Schlange greifen an. Kann man sich auch überlegen, ob man seine Mehlproduktion jetzt erhöht. Wie man mehr Mehlkinder einsetzt. Ist doch schon ziemlich viel übrig eigentlich. Weiß ich nicht. Ich muss gucken. Warte mal. Ist jetzt sowieso auf Gesetz. Da können wir mehr Mehl. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Können wir einfach die Produktion verdoppeln? Der bringt frisches Holz weg, sag ich dir, also, nö. Da dürft. Es werden Rekruten benötigt sein. Da dürfen meine Leute nicht sterben. Können auch die Bäcker wieder erhöhen jetzt. Der Feind ist der Schlange gegangen an. So eine richtige Produktionsmeile, ey. Boah, 18 Stück, krass. So, wie gesagt, das Holz da wird langsam knapp. Der Feind ist bezwungen. Wie viel Mehl produziert wird, ey? 4000, ein Drittel. Aber ich könnte jetzt da einfach sagen, wir brauchen keine Truppen erstmal mehr. Wenn die Waffenkammer voll ist, ist sie voll und dann können wir sagen, ihr geht mal alle jetzt schön Ruhepause machen. Und dann können wir mal gucken, wie wir... Wir benötigen Holz. Wir müssen ja dann durchkommen und da kommt mein Schmied irgendwann hin. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Ich muss eh gucken, wo hier noch Platz ist. Hier wäre schlecht, wenn ich das... Wobei, die können doch da eh vorbei. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Ja, weiß ich nicht, ja. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Ja, ist jetzt die Verbindung der Holzproduktion, aber... Ich meine, es läuft doch gerade sowieso gut. Wir haben kein Holz, das heißt. Die Arbeit wurde eingestellt, my Lord. Brauchen erstmal Harnische sowieso. Wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen Holz und dann. Jo. Machen wir das Lager voller Harnische. Die Truppen der Schlange greifen an. Oh, schon wieder so viel Rote. 5000. Warum hat denn der gerade gestoppt? So komisch, aber egal. Weil 60 ist auch. Das Maximum wegen dem Bier, würde ich sagen. Ja, es läuft einfach. Es läuft diesmal einfach. Diesmal schaffe ich es. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Ja. Der Feind ist bezwungen. Da kommen die fetten Holzlieferungen. Können auch wieder kein Mehl. Kein Mehl. Kein Mehl. Wir benötigen Holz. Sechse. Drei pro Mühle. Die Truppen der Schlange greifen an. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Kommen wir doch jetzt. Aber dann wird es schon
kritisch, weiß ich nicht. Aber wenn wir die Bogenproduzierer dann einsetzen, dann wird es schon teuer. Hälfte? Sind sehr knapp, sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Die fallen wie die Fliegen. Der Feind ist bezwungen. Easy. Mehr sieht jetzt besser aus, auf jeden Fall. Truppen der Schlange greifen an. Holz, 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 ganz viel Holz, Holz, Holz. Die arme Kuh, die macht Mu. Das Volk huldigt euch, Sire. Nee, keine Truppen ausbilden. Ist bezwungen. Wie viel Wild gibt's noch? Boah, es gibt noch ein bisschen Wild, aber... Doch, es gibt noch viel Wild. Wir könnten die Nahrung, andere Nahrungsmittel anbieten und dadurch unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das Brot ein bisschen aufsparen. Könnte man machen, muss man aber nicht machen. Läuft sowieso super. Könnten sogar noch ein Bäckereichen dahin bauen. So, jetzt hätten wir noch 5 für Truppen und das reicht ja dann. Glatt. 7500 glatt. Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Jetzt nicht mehr. Ah, die Bäcker produzieren schon gut. Wir machen ordentlich Brote. Wie viel Hopfen haben wir denn noch? Das ist der letzte. Der muss erstmal anbauen. Ja, der stirbt ab und zu mal, aber. Der eine Schenke reicht ja und die kosten auch eine Menge Holz. Und los! Die Truppen der Schlange greifen an. Die Schlange. Die Schlange greift an. Ich überlege mal gerade. Wie viel kostet ein Schwert? Ein Streitkolben. 5 kosten 290. 25. 115, warte mal. 58, 45, 13 bringt's mehr. Ja, lohnt sich. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Der Feind ist bezwungen. Ja, wir haben sowieso noch eine Menge Truppen übrig. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my lord. Komm, wir können es uns leisten. In diesem Gebäude gibt es nein, warte mal. Lohnt sich nicht. Die 4, come on, Alter. Sieben Bauern haben wir noch verfügbar. Aber passiert. Achte. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Was ich alles für Probleme hatte, ich hätte einfach nur die Holzhülle hier vorne hinbauen müssen.
Mann, Alter, ich bin so lost. Die sind da so ineffizient, habe ich mir damals gedacht. Aber 60 nochmal für den Morgenstern. 9000. Komm, wir haben es gleich. Die Mission ist doch nicht so schlecht. Ich hatte die Mission immer so gedacht, oh, ist die Kackmission. Ich habe es immer nicht geschafft. Mittlerweile finde ich die eigentlich ganz cool. Können sogar noch ein Bäckerchen hier bauen. Aber dann doch lieber hier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Was schon. Oh, der Pfeilhagel. Wir haben keine Chance. Steine können wir jetzt auch verkaufen. Jetzt haben wir 10.000 Gold in einem einzigen Spiel. Smoke habe ich erhalten. Ja. Auch sehr für die Mission. Schick, schick. Will mal zu schnell verkaufen. Wir haben nichts mehr nachproduziert. Na los. Die Mission endlich schaffen. Hinter mich bringen. Ja, nächster Streit kommen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Komm, nicht mehr viel, bitte irgendwas. Ein Bier für 50, ja, 50 für ein Bier, Alter. Kannst den Arsch stecken. Ja, gar nicht. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Rote! Wir haben der Schlange keine Nahrung mehr, Sire. Wir haben keine Nahrung mehr, aber wir haben es jetzt vielleicht geschafft, wenn die Steuern reinkommen. Na los! Komm! Eine Botschaft der Schlange. Ah, ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Ich komme aber immer durch. Sieg. War schwierige Mission, aber es ist jetzt traurig, dass ich jetzt sehe, dass ich die in 48 Minuten schaffe. Aber ich beim anderen Versuch 3 Stunden brauchte für 10.000. Okay. Da das Lösegeld bereits auf dem Weg zu Sir Longarm ist, wird es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis der König freikommt. Ja. Ich weiß, es gab in der Vergangenheit gewisse Unstimmigkeiten zwischen uns, aber ich bin sicher, wir können uns einigen. Ich gebe euch mein Wort darauf. Wenn wir einen Waffenstillstand vereinbaren, werden all eure Bedingungen erfüllt. Ja, ja, ja. Also, wer ist das nächste? Das Ende. Das Ende der Schlange. Ach, das ist die Mission, ja. Da freue ich mich schon. Die wird hoffentlich leichter als sie gerade eben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.